Chváľen Ježiš i Maria. Gelobt sein Jesus und Maria. Ovakav dan moram priznat još nisam. So ein Tag, ich muss es bekennen, ich habe es noch nicht erlebt. Ich bin ungefähr gegen 17 Uhr gekommen, 16.30 Uhr. Und ich hatte noch ein Gespräch hier im Pfarrhaus. Und könnt ihr euch vorstellen, von 17 Uhr bis zur Heiligen Messe hatte ich 3 Gespräche und 3 Berufungen. Eine möchte Ordensschwester werden und 2 Priester. Und aus unterschiedlichen Teilen der Welt sind sie. Jetzt könnt ihr mir helfen. Könnt ihr eure Hand erheben? Hat irgendjemand von euch schon mal überlegt über geistliche Berufung oder überlegt darüber? Oh ja, sind sehr viele da. Danke, Jesus. Schaut. Liebe jungen Brüder und Schwestern in Christus, indem ich euch hier so voll Freude sehe, voller Jugend und der Zukunft. Ich grüße euch alle herzlichst in dieser Medjugorje-Gemeinschaft der vielen Völker und Kulturen. Und in diesen Tagen des Jugendfestivals, als hätten wir die Ereignisse der Apostelgeschichte wiederbelebt, als sich dort jene gefunden haben, die Pater, Meder, Elamiter, und indem sie eine neue Gemeinschaft Christi mystischen Leibschaften, die Kirche. Und wie schön ist es, dieses Angesicht der Kirche in euch hier, das man hier in diesen Tagen auch sieht, versammelt in der Gemeinschaft aus allen Teilen der Welt. Und wie schön ist es, Gott in dieser Gemeinschaft zu preisen und zusammen im Glauben wachsen, umarmt und bereits schon die Geschichte des Neuen Testaments zeigt uns, wie wichtig die Erfahrung des Glaubens ist. Und denkt mir daran, wie Jesus 2 Jünger, die ihm folgen wollten, er ruft sie und sagt, kommt und seht. Und so wird Philippus zu Nathanael sagen, komm und sehe. Und ich möchte, dass jeder von uns hier aus dieser Glaubenserfahrung in Medjugorje nun das Ganze belebt, wozu uns auch die Kirche aufruft. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt uns, dass jeder von uns vor der Welt Zeuge der Auferstehung und des Lebens Jesu, unseres Herrn, und ein Zeichen des lebendigen Gottes sein sollte. Jeder von uns. Und das teilte uns auch ganz klar Johannes Paul II. Mit, indem er sagte, der Mensch unserer Zeit glaubt mehr den Zeugen als den Lehrern, mehr der Erfahrung als der Lehre und mehr dem Leben und den Taten als den Theorien. Nun, lasst uns in diesem Geiste die Fakten, Botschaften von diesem Evangelium betrachten, das wir nun gerade gehört haben und das uns die Liturgie auch bringt. Das Gespräch zwischen Jesus und der Menge geschah nach der Brotvermehrung von Jesus, und die Menschen, sie waren begeistert und sie wollten ihn sofort zu ihrem König machen. Aber Jesus ist von ihnen gegangen, von ihrem Vorhaben, und er ging in Einsamkeit. Aber
die Sehnsucht nach mehr Brot und nach noch mehr Brot hat die Menge dazu angeregt, ihn zu suchen. Und sie erfuhren, dass er auf die andere Seite vom See Tiberias gegangen ist, und am nächsten Tag fanden sie ihn dort. Und da geschah dieser Dialog, den wir soeben gehört haben, in dem der Neupriester heute Abend uns dies auch vorgelesen hat. Und durch die Vermehrung des Brotes tat Jesus nicht nur ein sichtbares und berührbares Werk, das für die hungrige Menge gut war, sondern er gab auch ein göttliches Zeichen. Er wollte diese Menge auf etwas Größeres und Reicheres vorbereiten und dann es ihnen auch geben, sich selbst ihnen geben. Denn er kam in die Welt für unser Heil, so wie wir im messianischen Glaubensbekenntnis es bekennen und sagen, damit wir das Leben haben, und zwar das Leben in Fülle. Und ein Zeichen hat regelmäßig, Brüder und Schwestern, eine tiefere Bedeutung, eine tiefere Botschaft, als man es auf den ersten Blick sieht. Und darüber hinaus geht es in allen Geheimnissen der Offenbarung, ich zitiere, eine untrennbare Einheit der Wirklichkeit und ihrer Bedeutung. Und nach Jesu Worten, die genährte Menge hat auf das Zeichen Gottes geschaut, aber sie haben es nicht gesehen. Anstelle, dass sie nach dem Zeichen gehen, sie gingen nach dem Brot. Es war für sie wichtig, dass sie satt sind. Und weshalb wollen sie Jesus zum König machen? Dass sie nun eben diese Sattheit dauerhaft haben, sich sozusagen absichern und sich sichern, auch für die zukünftige Zeit. Und das Zeichen Gottes in der Brotvermehrung haben sie nicht erahnt und geschweige denn gesehen. Sie gingen Jesus nach, nur wegen Brot. Und wir haben im Text aus dem Evangelium dies gehört, dass Jesus sie anders aufgerufen hat. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Und in diesem Satz sagt Jesus ganz klar, dass die nicht verdorbene Nahrung der Mensch sich selbst nicht geben kann. Nun, mit keinem eigenen Akt kann er sich das besorgen, so wie auch die Sakramente. Kein Priester kann sich selbst die Sakramente erteilen. Und dies geht nur, indem man es dankbar annimmt, dann, wenn der Menschensohn diese Nahrung gibt. Nun, wenn wir gut diesen Evangeliumstext gehört haben, dann sehen wir, dass sie weiterhin noch blind und taub sind, und sie fragen wiederum Jesus, durch was für eine Tat, also daher aus eigener Kraft, was kann ich denn tun? Was können wir tun, um diese Nahrung zu besorgen? Und nun sagt Jesus ganz direkt, was erwartet wird. Und das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und wiederum, sie glauben nicht. Und auch wenn sie das Zeichen Gottes, also die Brotvermehrung, gesehen haben, und dann wiederum die Frage, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Welches Zeichen? Und wenn wir Jesu Dialog mit der Menge besser betrachten, sie, die sie ihn gesucht haben wegen Brot, und es scheint so und schaut so aus, er sei ein Künstler, und der dem Publikum die Schönheit des Bildes erklären versucht, und das Publikum hat geschlossene Augen und möchte diese Schönheit nicht sehen. Und die Kirche Christi in ihrer ganzen Geschichte, sie konfrontiert sich mit solchen Schwierigkeiten, vor allem wenn sie die zwei Zeichen des Kreuz und die Eucharistie der Welt erläutern möchte. Kein Wunder, so war es auch mit dem Herrn. So ist es auch heute. Das Kreuz und die Eucharistie werden bis zum Ende der Welt die zwei umstrittensten Zeichen bleiben. Weshalb?
weil sie die anspruchsvollsten sind. Die Annahme des Kreuzes schließt dies mit ein, dass du bereit bist, die Arme für die Kreuzigung zu geben, und die Annahme der Eucharistie schließt dies mit ein, dass du für die anderen gebrochen wirst mit all deinen Fähigkeiten und der Zeit und dann den anderen als Lebensnahrung verteilt wirst. Und in der Enzyklika über die Eucharistie steht geschrieben, wenn wir die innige Beziehung, welche die Kirche mit der Eucharistie verbindet, in ihrem ganzen Reichtum wiederentdecken wollen, dürfen wir Maria nicht vergessen, die Mutter und das Urbild der Kirche. Indem ich euch heute anschaue, ich weiß, dass ich nicht in eure Herzen reinschauen kann, aber ich glaube und ich denke, ihr habt nicht eure himmlische Mutter vergessen mit dem Rosenkranz in der Hand und auch indem ihr gebetet habt, und auch heute Abend lasst uns inbrünstig zu ihr beten, dass sie uns hilft, dass wir unser Herz öffnen für die Worte ihres Sohnes. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Liebe Jugend, keiner von euch hat die Absicht, sich in der Welt der Verderblichkeit zu verlieren, aber die Gefahren verloren zu gehen in dieser Welt der Verderblichkeit und dass man da verloren geht, sind enorm groß und jeden Tag größer, und wir leben in einer Welt, die fast vollständig den kleinen Menschen zerstört hat, der Mensch, der erschaffen und geboren wurde, um nach etwas Höherem zu streben und um das Ebenbild des Schöpfers zu sein, dass er sich mit seinen Werken jeden Tag ihm nähert. Und so wie schön auch unser Erzbischof Hoser es heute Morgen erklärt hat, einfach und klein und durch nichts ein besonderer Mensch, der erschaffen wurde, groß zu sein, denn im Herrn sind wir alle groß. Und dieser Mensch, der in den vielen Regionen, aus denen ihr kommt, und so wie auch hier bei uns, in dem das Materielle ihn den Menschen in Niederlage gebracht hat, vor eine unüberwindliche Mauer, vor die Mauern von Jericho, vor dem Turm von Babel, vor dem Verlust. Und anstatt dass er sich fragt, wie er heute noch näher dem Schöpfer sein kann, bedrückt durch allmögliche Krisen, der kleine Mensch fragt sich heute oft nur noch, was werde ich essen und von was werde ich morgen leben? Ich stehe hier heute vor euch, und obwohl unser Alltag beharrlich das andere behauptet, ich bitte euch, ändert eure Meinung und fürchtet euch nicht, denn es war einmal eine Menge vor Jesus, und sie fragten sich die gleichen Fragen, die man in euren Augen auch heute Abend sehen kann. Warum soll ich dir denn glauben, Jesus, und warum soll ich dich denn suchen, und wieso sollte ich mich nicht fürchten und vom Leben? Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, wird niemals mehr Durst haben. Nie, niemals, sagt Jesus. Niemals, meine lieben Freunde, meine lieben Brüder und Schwestern, verharrt für einen Moment und denkt über diese Schwere der Worte, die Jesus ausspricht. Nie, niemals. Und glaubt an dies. Das irdische Brot ist dieser Teil des täglichen Bedarfs. Und dies tut nur vorübergehend das menschliche, vergängliche Leben halten, das aber eines Tages ganz enden wird und inmitten der allergrößten Reichlichkeit. Daher macht es keinen Sinn, es an die erste Stelle zu setzen und einzig nur an diese erste Stelle. Denn Jesus zeigt auf die Nahrung, die für das ewige Leben bleibt. Er ist gekommen, damit wir das Leben haben und damit wir es in Fülle haben. Und die Menschen, glaubt mir, sie sind durstig und hungrig nach Gott. Und auch wenn sie ihn überall beseitigt haben, öffentliche Medien, aber diese großen Wünsche im fettleibigen Herz und nach einem vollen Magen sind ein Hindernis, um die Zeichen Gottes
und um in ihnen Gott zu sehen. Und ihr seid aber in dieser Welt aufgerufen, um Zeugnis abzugeben, dass Jesus die Antwort auf jeden Hunger und Durst des heutigen Menschen ist und vor allem sein Durst nach dem Sinn des Lebens und für das Heil. Die Menschen, die nur nach dem irdischen Brot streben, denken, dass sie das wahre Leben genießen, aber eigentlich sind sie ziemlich weit weg vom Leben. Und dies hat so schön ein großer, bekehrter Mann gesagt. Nur diejenigen, die gefastet haben, können Festtage feiern. Einen schönen Festtag wünsche ich Ihnen heute.